Moin Moin und Hallo, willkommen zusammen zu einer weiteren Folge Subway Sim Hamburg. Ja, es gibt einiges an Informationen zu einem Subway Sim 2. Und darüber möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen, beziehungsweise da möchte ich mal heute ein bisschen drüber sprechen, würde ich sagen. Genau. So, erstmal jetzt hier den Zug vorbereiten. Ja, also wer es noch nicht mitbekommen hat, es kommt ein Teil 2, der dann eben in Berlin spielen wird und in Hamburg spielen wird. Aber ich würde sagen, da reden wir dann gleich einmal drüber. 7, 2, 1, 9, 3, 8, 6, 9, 5, 7, 4, 2, 3, 1. Zack. So. Okay. Öffne die Tür. Ich glaube, das war die Taste hier, genau. Ja, also, was wird neu in Subway Sim 2? Klar, wie gesagt, die Berlin-Map. Hamburg wird man ja dann schon kennen. Aber wird natürlich überarbeitet, auch grafisch. Ich hätte euch jetzt eigentlich noch ein paar Screenshots zeigen können, aber ich glaube, das lasse ich jetzt in dem Fall einfach mal, weil das gibt's, da gibt es so viele, die das schon gezeigt haben und so. Deswegen, ich zeige euch jetzt hier erstmal nur den Teil 1 nochmal und wir sprechen so ein bisschen über Teil 2. Es soll ja sogar einen Rabatt geben für die Leute, die jetzt eben den Teil 1 hier besitzen, also Subways in Hamburg besitzen. Die Taste war tiefer, genau. Erstmal wieder reinkommen jetzt hier. Denn ich habe das Ganze länger nicht gespielt. Und hoffe natürlich, dass das Ganze jetzt hier für euch flüssig läuft. Sollte aber laufen. Genau, also das Ganze spielt dann in Berlin mit zwei U-Bahn-Modellen. Und da bin ich echt mal gespannt drauf. Also von dem einen älteren U-Bahn-Modell hat man ja schon so ein bisschen was gesehen. Vom neueren ehrlich gesagt noch nicht. Und ich glaube, das sind dann beides Kleinprofile. Wer sich da in Berlin auskennt, weiß da wahrscheinlich, was ich meine. Es gibt ja so Großprofile, also längere Varianten und dann gibt es eben die kleineren. Ich glaube, das war jetzt so richtig. Wenn nicht, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Weil der ein oder andere weiß ja, ich habe da jetzt nicht so die Ahnung von Zügen und auch nicht so wirklich von Berliner U-Bahn. Auch nicht von der Hamburger U-Bahn, nur mal so am Rande. Genau, aber was ist noch neu? Natürlich zwei neue Linien. Und zwar die U1 und die U3 werden mitgeliefert. In Hamburg bleibt aber weiterhin die U3 und ich glaube, da kommt auch keine neue Linie hinzu. Also es wird wirklich nur das Bestehende überarbeitet. Das Gleisnetz soll überarbeitet werden, glaube ich. Es wird alles so von Grund auf neu gemacht. Da bin ich echt gespannt drauf. Und ich bin auch echt gespannt, wie hoch wird dieser Rabatt denn ausfallen. Denn ehrlich gesagt, das muss ja schon ein relativ hoher Rabatt sein. Warum sind jetzt hier die Texturen so unscharf? Man weiß es nicht. Ich habe doch die Texturen aufs Höchste. Zack. Jetzt sind sie wieder schärfer. Mal kurz schauen, ob ich das hier nicht richtig eingestellt habe. Texturen hoch, 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 hoch an. Ja, doch, an sich ist das alles relativ gut eingestellt, würde ich sagen. Höchste Grafik schaffe auch ich tatsächlich nicht, da das Ganze ja doch relativ anspruchsvoll ist. Und ich glaube, das wird beim Subway Sim 2 nicht unbedingt anders werden. Also ich glaube, der wird auch wieder sehr, sehr anspruchsvoll. Ist eben auch auf Unreal Engine 5, muss man da ganz ehrlich sagen. Unreal Engine 5 ist da ziemlich leistungsfressend. Jetzt geht's. Nächster Halt, Saarlandstraße. Ausstieg links. Und dann wieder nicht mehr. Also ein bisschen unscharf werden die tatsächlich. Verstehe ich gar nicht warum. Ob das am Fahren liegt oder so. Zack. Ja, ich überlege gerade, was gibt es noch zu sagen. Klar, Berlin wird natürlich komplett neu
aufgebaut. Das gab es ja bisher noch gar nicht. Demnach muss es natürlich auch neu aufgebaut werden. Und ich glaube, das führt dann auch so an sehr bekannten Sehenswürdigkeiten vorbei. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich da drauf. Bin da echt gespannt, wie das umgesetzt wird. Muss aber natürlich auch sagen, dafür, dass jetzt natürlich der Subway in Hamburg noch gar nicht so lange draußen ist, jetzt schon Teil 2 anzukündigen und diesen rausbringen zu wollen, finde ich ein bisschen krass. Klar, Subway in Hamburg hat dieses Mega-Update bekommen und das läuft auch gut. 70% sind ja neu entwickelt worden. Ich glaube, jeder hat das mitbekommen. Und die anderen 30%, so sagt es der Entwickler, sind ja dann in Subway Sim 2 enthalten. Aber trotzdem. Ich finde, das geht alles sehr, sehr schnell. Und was kommt danach dann? Subway Sim 3 nach einem Jahr oder so? Ich weiß es nicht. Würde ich, glaube ich, gar nicht so gut finden. Wenn ihr übrigens Bilder haben möchtet zu Subway Sim 2, die Steam-Page dazu, die sollte auch schon da sein. Da kann man sich das Ganze so ein bisschen ansehen. Nächster Halt, Barmweg. Übergang zur S1 und U3 in Richtung Hauptbahnhof Süd Schlump und Richtung Wandsbek-Gartenstadt. Ausstieg rechts. Endhaltestelle. Genau. Bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change, please. So, und ich glaube, wir fahren dann auch gleich noch zum Betriebshof. Denn das Ganze ist ja hier so ein Szenario und ich hoffe auch, dass Szenarien dann eben in Subway Sim 2 mitgeliefert werden. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Vielleicht auch ein paar spannendere Szenarien, weil die jetzt hier in Subway Sim Hamburg, ich weiß nicht, ich finde die, glaube ich, jetzt nicht so spannend. Und da vorne müssen wir dann einmal anhalten. Na, ein Stück weiter vorne noch. Komm, komm, fahr. Ah, geht. So. Gleich mal eben kurz Screenshot gemacht. Öffne die Türen. Ich glaube, ich habe die Bewegungsunschärfe oder sowas an. Bewegungsunschärfe? Nee. An was liegt das? Bildqualität ist hoch. Fahrgastanzahl, das haut alles eigentlich hin. Automatisch erkennen wir euch mal ganz kurz rein. So. Aber jetzt ist das natürlich performancemäßig. Weiß ich nicht, ob das jetzt immer noch so flüssig ist. Ich muss da noch mal ein bisschen rumdrehen, glaube ich. Irgendwas haut hier noch nicht ganz so hin, wie ich das ganz gerne hätte. Jetzt scheint... Es sieht halt irgendwie so verwaschen aus, wenn ich hier durchlaufe. Naja, gut. Einmal hier rein. Gut, ich hätte doch noch ein Stückchen weiter gemusst. Ich dachte, wir fahren hier nur so eine Traktion, aber nee, das ist Doppeltraktion tatsächlich. Okay, so. Ja, ansonsten, ich glaube, so viel ist auch noch gar nicht bekannt zu Subway Sim 2. Welch Wunder. Es ist ja auch noch nicht fertig, es ist ja alles noch in Entwicklung. Schließe die Türen. Kriege ich hin. Und jetzt hier einen neuen PIN. Och nö. Ich darf ja so noch nicht fahren. Da ist er jetzt rot.
weiß ich nicht, ob ich das jetzt machen sollte. Ich glaube, ich warte lieber ab. Bevor ich da jetzt drüber fahre. Ist ja in 2 Minuten schon soweit. Was haben wir hier oben? Auch sehr unscharf. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meinen Grafikeinstellungen liegt oder ob ich da irgendwie was umgestellt habe, wo ich hätte vielleicht nicht dran drehen sollen. Keine Ahnung. Aber wirkt gerade sehr komisch. So, noch eine Minute circa. Dann sollte es ja vielleicht grün werden. Was war eigentlich hier die Tröte? Ah, ja. Das war das Makrofon oder wie es heißt. Ansagen einsprechen geht ja leider nicht mehr. Bisschen schade. Makrofon, genau, da haben wir es noch. Die Taste war das. So, der fährt jetzt weg. Also wenn das jetzt hier meine Abfahrtzeit ist, dann... Oder ist das die Ankunft? Ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt auch mal ganz vorsichtig los. Mal sehen, was passiert. Gut. Passt. Es war ganz gut, dass ich gewartet habe, sonst hätte ich jetzt hier, glaube ich, gerade ein rotes Signal passiert. Das wäre natürlich auch ein bisschen schade. Läuft das jetzt echt immer noch flüssig? Ich weiß es nicht. Also irgendwie, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, ob die vorherige Grafikeinstellung hoch besser gewesen wäre. Ich habe gerade das Gefühl, jetzt sind da so kleine Ruckler drin. Ja. Das ruckelt jetzt leicht. Und ich glaube nicht nur leicht. So, grün haben wir. Passt. Ja, schreibt mir jetzt mal bitte gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dieser Grafikeinstellung. Ich glaube, das habe ich mir jetzt gerade versaut. Na gut. Okay. Hier dürfen wir drüber fahren, das passt. Bei roten Signalen bin ich ja immer so ein bisschen komisch. Könnte an Trains im World liegen, denn da habe ich ja einige rote Signale schon überfahren. Müssen wir hier vorne gleich einmal bremsen. Schaffe ich die Punktlandung wohl eher nicht. Nee, nicht ganz. Okay, so. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und auch gerne ein Abo. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.